Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. So, wir sind jetzt hier immer noch in der Waffenfabrik und versuchen jetzt hier die Fabrikreaktoren neu zu starten. Und natürlich wimmelt es hier wieder von feindlichen Soldaten, beziehungsweise Roboter, wie auch immer. Okay, ich muss mir hier von den Dinger jetzt abholen, denke ich mal, ne? Ja. Den Kontrollraum, so der ist da. Machen wir doch mal hin. Sahen so die Erbauer von Iokat aus? Was für eine Spezies ist denn das? Ist es das, wonach es aussieht? Einer von Iokats ursprünglichen Erbauern. Sieht aus, als wäre er schon seit Jahrhunderten tot. Hoffen wir, dass es so bleibt. Selbst nach all dieser Zeit kann ich immer noch die Pein seiner letzten Momente fühlen. Hier ist etwas Schreckliches passiert. Danke für die Albträume. Alles klar, Kumpel. Mal sehen, was du mir über diese Waffen verraten kannst. Iokat ist noch beeindruckender, wenn man es mit eigenen Augen sieht. Ihre Technologien werden schon bald die Republik beschützen. Wir haben die Konstruktion so gut wie vervollständigt. Aber in den Plänen fehlen einige entscheidende Datensätze. Die Zeit ist knapp, Captain. Finden Sie eine Behelfslösung. Wird erledigt, Sir.
Wir dürfen jetzt nicht versagen. Das Schicksal der Republik ruht auf unseren Schultern. Ich würde sagen, das ist genug Feuerkraft, um Malcolm in die Flucht zu schlagen. Ladet jede einzelne Datei herunter. Wir müssen wissen, wie man diese Waffen einsetzt und wie man mehr davon baut. Gebt mir eine Minute. Das ist seltsam. Einige dieser Dateien wurden bereits entschlüsselt und in BASIC übersetzt. Dafür können wir uns vielleicht bei Scorpio bedanken. Falls sie zuhört, hätte ich nichts dagegen, wenn die Temperatur hier ein paar Grad höher wäre. Nicht? Naja, man kann es ja mal versuchen. Dieser Ort war der Kontrollraum der Superwaffe. Es scheint, als wäre unser knuspriger Freund hier der letzte gewesen, der sie benutzt hat. Vor über einem Jahrtausend. Könnt ihr die Superwaffe von hier aus steuern? Es scheint, als wäre ich ausgesperrt. Nach der Vollsperrung wurden sämtliche externen Zugänge geschlossen. Es scheint, als hätten Iokards Schöpfer einen Bürgerkrieg geführt. Eine Seite baute diese Waffe. Doch etwas ging schief. Die Superwaffe ist gefährlicher, als wir dachten. Sie hat jegliches Leben auf diesem Planeten vernichtet. Der Sith-Imperator hat alles Leben auf Nathema und Siost verschlungen. Könnte er hinter dieser Waffe stecken? Entweder das oder er ist wegen der Waffe hergekommen. Wir werden es vielleicht nie herausfinden. Laut diesen Daten wurde sie vor Iokard an 4 verschiedenen Planeten getestet. Jedes Mal erfolgreich. Über 10 Billionen Leben. Ausgelöscht. Das ist keine Waffe. Das ist die Apokalypse. Wenn die Kaiserin davon erfährt, könnte sie versuchen, die Waffe in die Finger zu bekommen und sie gegen uns einzusetzen. Meine Lippen sind versiegelt. So, ich habe Waffenbaupläne und Fusionsmatrizen heruntergeladen. Alles, was unsere Armee braucht, um sich mit den neuesten und besten Waffen Iokards auszurüsten. Und jetzt lasst uns hier verschwinden, bevor das passiert. Hier, das wird helfen. Immer wenn ich gedacht habe, es wird einfach, kommt da so ein Riesenfuzzi an. So, jetzt möchte ich aber mal kurz das ausprobieren. Vielleicht ist es ja sogar möglich, den Typen zu umgehen. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Nie helfen würde. So, warte mal, der ist in diesen verschwindenden Effekte. Ja. Soll ich denn die jetzt, wie soll ich das denn mit dieser Situation? Ja, endlich.
Gut. Ich habe es auch geschafft. Commander, wir haben eure Informationen erhalten. Ich entsende Teams, um den Rest der Waffen zu sichern. Trefft uns bei Attila und Bart. Es ist Zeit, dass wir den Kampf zur Republik tragen. Wir sehen uns dort. Und ich muss etwas mit euch besprechen, sobald ihr dort seid. Lana, Ende. So, jetzt auch mal eine andere Geschichte. Kann ich jetzt eigentlich... Warte mal, ich soll jetzt zur Frontbasis rückkehren. Kann ich das jetzt eigentlich per Schnellreise machen? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt landen werde. Commander, wir müssen reden. Die Zeit ist knapp, Lana. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe mich gefragt, wie konnte es sein, dass das Imperium, die Republik und die ewige Allianz die Superwaffe nahezu zeitgleich gefunden haben? Das Timing ist einfach zu perfekt. Das kann kein Zufall sein. Genau. Unsere Informationen stammten von einer anonymen Quelle. Und so wie es aussieht, war es beim Imperium nicht anders. Worauf wollt ihr hinaus? Ich habe beide Datensätze miteinander verglichen und sie sind identisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Republik exakt dieselben Informationen erhalten hat. Wer auch immer uns informiert hat, wollte, dass wir um die Superwaffe kämpfen. Wollte einen galaktischen Krieg anzetteln. Wer profitiert davon, einen Krieg anzuzetteln? Könnte es Malcolm sein? Oder Ascina? Wir können niemanden ausschließen. Weitere Hauptverdächtige wären der Schleier, Darth Yardus und ein etwaiger abtrünniger Agent im strategischen Informationsdienst der Republik. Vergessen wir nicht den Sith-Geheimdienst. Der Punkt ist, dass es einfach zu viele Verdächtige gibt. Findet es heraus und gebt mir einen Namen. Ich kümmere mich darum, Commander. Willkommen zurück, Commander. Wenn ich vorstellen darf, die Purpurrote Klaue. Ein Gemeinschaftsprojekt des Imperiums und der Allianz, ausgestattet mit Iokard-Waffen und bereit, von euch im Kampf gesteuert zu werden. Doch, nicht schon wieder. Ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, mich meinen Feinden entgegenzustellen. Möge sie durch unsere Feinde hindurch pflügen. Da kommt eine Nachricht rein. Oberbefehlshaber Malcolm, habt ihr euch endlich entschlossen aufzugeben? Wohl eher nicht. Betrachtet dies als eine freundliche Warnung. Meine Techniker haben eine Hintertür für den Zugriff auf die Superwaffe entdeckt. Sobald sie sich Zugang verschafft haben, werden wir die Waffe gegen euch richten. Und diesen Krieg für die Republik gewinnen. Ein Angriff gegen mich ist ein Angriff gegen Theron. Würdet ihr wirklich euren eigenen Sohn opfern? Früher hatte ich einen Sohn. Er hatte sein Leben der Verteidigung der Republik gewidmet. Ich habe mein Leben dem Kampf für Frieden verschrieben. Und während ihr euch vor dem ewigen Imperium verbeugt habt, habe ich mich entschlossen, Widerstand zu leisten. Darum habe ich mich der Allianz angeschlossen. Und euer idealistischer Krieg hat beinahe die Republik zerstört. Lebt wohl, Agent Shan. Verdammt, Malcolm! Wenn wir uns beeilen, können wir euren Vater aufhalten, bevor er die Superwaffe aktiviert. Ihr habt recht. Gehen wir es an.
Der Läufer gehört euch, Commander. Führt unseren Ansturm. Vernichtet die Republik. Oh, ich hasse das. Ja, aber es ist sehr. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Hier sind die Geocard-Splitter. Denn jetzt eigentlich hin? Finde Trace Malcolm. Hier muss ich ausnehmen. So, wo gehen wir denn mal entlang? So, was haben wir denn hier eigentlich überhaupt alles? Rakete. Endraketen. Raketenladen. Machen wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn ergibt. So, ich hoffe mal, dass die jetzt nicht begrenzt, also zeitlich begrenzt jetzt zur Verfügung sind. Ah ja, Reparaturdinge habe ich auch. Das ist so gut, ich muss jetzt aber die erstmal wegfühlen. Kann ich jetzt keine Reparatur nehmen? Was soll denn Blödsinn? Okay. Ach, jetzt auf einmal. Na gut.
sozusagen ziemlich sichtbar. Malcolm. Genau hier. Letzte Chance. Gebt auf oder ich aktiviere die Superwaffe. Vergesst es. Theron, das würdet ihr nicht tun. Es ist vorbei. Legt eure Waffen nieder und ihr könnt diesen Krieg hier und jetzt beenden. Die Republik ist noch nicht am Ende. Nein, aber ihr... Tut es nicht, Malcolm! Ich sehe eine strahlende Stadt, in Licht eingehüllt, geschmiedet von den geschmolzenen Göttern. Malcolm! Die Superwaffe ist prächtig und sie gehört der Republik! Der Typ knallt jetzt völlig durch. Diese Waffe hat eine ganze Spezies ausgelöscht, die sich ihre Macht zunutze machen wollte. Wenn ihr glaubt, die Kontrolle zu haben, irrt ihr euch gewaltig. Ihr verschließt die Augen vor der Wahrheit. Nein! Die Tore schließen sich! Sir, ihr verliert die Verbindung zum Thron. Die Superwaffensteuerung versagt. Nein! Ich kann sie immer noch sehen. Ich weiß, was ich tun muss. Sie kommen... Es ist zu spät, Theron. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Das alles doch gar nicht. Ich brauche immer 5 Anläufe, um die klein zu kriegen, weil ich einfach... Ich hasse das.
hasse das. Ich hoffe, dem werden die nie wieder in das Spiel reinkommen. Ich hasse die Scheißkampfrolle. Ich hasse das. So, warum habe ich jetzt so 25%? So, jetzt ganz, ganz weit weglaufen. Und na gut, ich hab's jetzt zum Glück nur noch mit einem. So, ich will mal was jetzt. Warte mal. Ich hoffe, ich muss diese Scheißdinge nie wieder steuern. Ihr hattet recht, mein Sohn. Es tut mir so leid. Sagt eurer Mutter, dass es mir leid tut. Also dieses Schattil-Schan hat diese Hackfresse rumgemacht. Für euch kam die Republik immer an erster Stelle. Dafür habe ich euch immer gehasst. Aber jetzt seid ihr fort. Und ich konnte euch nicht retten. Ich weiß, dass ich eure Schmerzen nicht lindern kann. Aber ich bin da, um euch zu helfen. Bei jedem eurer Schritte. Danke, das bedeutet mir sehr viel. Die von Malcolm ausgelöste Energiespitze hat die Verteidigung der Superwaffe ausgeschaltet. Und das Signal gestoppt, das unsere Schiffe gesperrt hatte. Die ewige Flotte ist wieder online. Wurde auch Zeit. Commander, ich registriere eine enorme Energiespitze bei der Superwaffenanlage. Lasst mich raten. Das ist schlecht. Ich würde eher sagen, katastrophal. Der Waffenkern lädt sich auf und niemand sitzt an der Steuerung. Wenn ihr sie nicht stoppt, kann die Waffe den ganzen Planeten vernichten. Wie lange dauert es noch, bis die Waffe Iokard röstet? Wir reden hier von Minuten. Ihr schafft das niemals rechtzeitig. Moment, ohne den Schild kann ich mich von hier aus in den Hauptcomputer hacken. Und euch so vielleicht genug Zeit verschaffen, um die Waffe an der Quelle zu zerstören. Tut, was immer nötig ist. In der Zwischenzeit sollen unsere Truppen Schutz suchen. Passt auf euch auf. Ihr beide. Ihr auch, Commander. Ewige Flotte. In Position bewegen und alle Frontbatterien aufladen. Es wird Zeit, eine Superwaffe zu zerstören. Okay. Kann ich denn jetzt irgendwie einen Gefährten hier mal holen? Also ganz ohne ist doof, ja. Habt ihr mich vermisst? Schon besser. So, warte mal, das Ding. Egal.
So, was haben wir denn hier? Dann kann ich leider nichts anfangen. Erforderlich 500. Hab ich nicht. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Schon besser. So, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat und ein Abo. Gleich geht's besser. Dabei. Bye, bye.